Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute lesen wir zusammen die Seite 737, beenden Jesaja 22 und beginnen Kapitel 23. Und bevor wir das tun, möchten wir gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du alles in deiner Hand hältst, das kleinste Lebewesen auf der Erde und die größten Ereignisse, die passieren, dass du die Geschichte lenkst und leitest und Männer der Macht auch immer geleitet hast und auch heute das tust. Daran dürfen wir dir vertrauen und müssen nicht verzagen. Amen. Wir lesen heute über das Gerichtswort über Schebna. Schebna war ein hoher Beamter und der Oberaufseher über den Palast in Jerusalem. Das ist wichtig, um das im Hinterkopf zu haben, um die nächsten Verse zu verstehen. Wir starten Vers 15. So hat der Herrscher, der Herr der Herrscher, gesprochen. Geh hinein zu diesem Verwalter, zu Schebna, der über den Palast gesetzt ist und spricht. Was hast du hier und wen hast du hier, dass du dir hier ein Grab aushaust? Du, der sich hoch oben sein Grab aushaut, sich eine Wohnung in den Felsen meißelt. Der Schebna, der macht sich hier ein Prunkgrab zu Lebzeiten und ja, greift dabei auf etwas zu, was ihm von seinem Stand gar nicht so zusteht. Und er lässt sich ein Grab aushauen voller Luxus und Prunk. Siehe, der Herr wird dich weit wegschleudern, Mann, und er wird dich festpacken, also dich fest zusammenwickeln wie ein Knäuel und dich wie ein Ball in ein weites und breites Land schleudern. Dort wirst du sterben und dorthin kommen deine prächtigen Wagen, du Schande für das Haus des Herrn. Das sind sehr drastische Worte, die die Bibel hier wählt für Schebna. Und wir haben ja bisher immer so Weissagungen gehabt über die Heidenvölker und hier haben wir zum ersten Mal so eine ganz konkrete Weissagung auf eine Person hin. Und dieser Schebna hat anscheinend viel Verantwortung gehabt und hat diese Verantwortung missbraucht und hat sie dieses Amt, was er hatte, des Oberaufsehers im Palast, alles andere als geistlich ausgeübt. Ich will dich aus deinem Amt stoßen und man wird dich von deiner Stellung herabstürzen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Wir haben ja von Hilkias schon gelesen in den Büchern Könige und Chronik. Er war ein bedeutender Priester und Eliakim ist sein Sohn und er soll hier auf den Schebna folgen. Und Eliakim wird in den folgenden Versen, wie wir gleich lesen werden, dieses Amt ganz anders ausführen. Und ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden und mit deinem Gürtel fest umgürten und deine Vollmacht in seine Hand legen. Er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Juda ein Vater sein. Man bekommt fast den Eindruck, der Eliakim ist hier so ein Vorbild auf Jesus, ein Typus auf Jesus. Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schultern legen, sodass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Auch das war eine Sache, die Jesus innegewohnt hat. Und ich will ihn als Pflock einschlagen. Ein Pflock ist für ein Zelt, ein fester Halt, an einem festen Ort. Und er soll ein Ehrenthron für das Haus seines Vaters werden, sodass die ganze Herrlichkeit seines Vaterhauses sich an ihn hängen wird. Die Sprösslinge und die Abkömmlinge, alle kleinen Gefäße von den Tonschalen bis zu den Krügen. Ja, der Schebna, der muss anscheinend dieses Amt so vorbildlich und gewissenhaft und geistlich ausgeführt haben, dass noch die ganzen Generationen nach ihm sich immer wieder auf ihn berufen haben. Er war so das große Vorbild. An jenem Tag, spricht der Herr, der Herrscher, Herrschan, wird der Pflock, der an dem Festort eingeschlagen war, weichen. Ja, wird abgehauen werden und fallen und die Last, die dann daran hängt, wird zugrunde gehen, denn der Herr hat es geredet. Dieser Vers 25 ist nicht ganz so einfach, wie er zu deuten ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es so etwas ausdrücken will wie, ihr habt euch alle auf Eliakim verlassen, aber auch so gut Eliakim gewesen sein mag, trotzdem bleibt er ein Mensch und ihr sollt euch nicht auf Menschen verlassen, sondern auf Gott. Ja, also ihr habt euch irgendwie
ja, zu sehr auf das Hier und Jetzt konzentriert und auf einen Menschen. Aber interessant, dass dieser Eliakim hier auftaucht und ein Typus auf Jesus ist, hier mitten in diesen Weissagungen über die Heidenvölker. Der Fall von Tyrus, Kapitel 23. Die Last über Tyrus jammert ihr Tarsisschiffe, denn Tyrus ist zerstört, ohne Häuser und ohne Einfahrt für Schiffe. Aus dem Land der Kittäer, Kittäer ist Zypern, ist es ihnen bekannt geworden. Ja, die Tarsisschiffe, die waren sehr bekannt, weil das waren ganz, ganz schnelle Handelsschiffe, die sehr fortschrittlich waren und ja, sehr bekannt und beliebt in dieser Zeit. Schweigt ihr Bewohner der Küste, die zidonischen Kaufleute, die das Meer befahren, haben dich erfüllt. Und auf großen Wassern war die Saat des Sihor, die Ernte des Niltales, ihr Einkommen und sie war der Markt der Nationen. Der ägyptische Getreidehandel, der lief damals über Tyrus. Und uns begegnet ja Tyrus auch in der Offenbarung, nämlich in Kapitel 18, Abvers 11, wo Babylon und Tyrus quasi typologische Symbole sind für den Fall von Luzifer. Und hier wird Tyrus ja als ja, ein Land beschrieben oder eine Stadt beschrieben, die auch zerstört werden wird. Nämlich 573 vor Christus kamen die Babylonier und haben Tyrus zerstört. Wir lesen noch mehr über diese Prophezeiung. Wer von euch sich noch mehr dafür interessiert, in Hesekiel 26, das nur am Rande. Schäme dich, Zidon, denn das Meer, die Meeresfeste spricht. Ich habe keine Wehen gehabt, noch geboren, noch junge Männer großgezogen, noch Jungfrauen auferzogen. Wie bei der Nachricht über Ägypten, so werden sie sich auch vor Schrecken winden bei der Nachricht über Tyrus. Fahrt hinüber nach Tarsis, jammert ihr Bewohner der Küste. Ja, Tarsis war das Handelszentrum der Phönizier. Und der Nebukadnezar, der kam und hat Tyrus und auch Ägypten erobert. Ist das nicht eure freudenreiche Stadt, deren Ursprung in uralter Vorzeit liegt, deren Füße sie in ferne Länder trugen, damit sie sich dort ansiedelten? Also schon zur Zeit der uralten Könige, der Vorzeit, der uralten Vorzeit, das war zur Zeit des Exodus, da war auch Tarsis schon eine bekannte Stadt. Wer hat dieses über Tyrus beschlossen? Die Kronenspenderin, deren Kaufleute Fürsten und deren Händler die Vornehmen der Erde waren. Also es war eine sehr politisch einflussreiche Stadt, aber auch wirtschaftlich sehr bedeutend. Der Herr, der Herrscher, hat es beschlossen, um den Stolz all ihrer Pracht zu entweihen und alle Vornehmen der Erde verächtlich zu machen. Das Hauptproblem, das Kernproblem von Tyrus war auch wieder der Stolz. Deswegen wird es auch ein Symbol für Luzifer in Offenbarung 18, der ja auch das Problem des Stolzes hatte. Überflute dein Land, wie es beim Nil geschieht, du Tochter Tarsis, es ist keine Werft mehr da. Ja, Tarsis muss sich nun selbst versorgen und sich um sich selber kümmern, was gar nicht so einfach war. Er hat seine Hand über das Meer ausgestreckt, er hat Königreiche erschüttert, der Herr hat über Kanaan Befehl gegeben, dass seine Festungen zerstört werden sollen. Gott setzt Könige ein und Könige ab. Das können wir immer wieder sehen und gerade im Buch Jesaja ist dieser Gedanke sehr prominent. Gott hat all diese Könige in seiner Hand und wenn Gott sie einsetzt, wer sind wir, dass wir uns ja darüber erheben, darüber beschweren? Wir können nur das annehmen, was gerade ist und müssen Gott vertrauen, dass er alles gut führen wird für die Welt, aber auch für uns ganz persönlich. Lass uns dafür beten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass wir uns auf dich verlassen können. Hab Dank, dass wir keine Angst haben müssen in dieser Welt, weil wir wissen, du führst alles, du leitest alles, auch wenn Kriege und Unruhen herrschen, du bist mit uns. Und du bewahrst uns auch. Du hast dein Volk immer bewahrt. Warum solltest du es nicht auch jetzt tun? Wir bitten dich darum und wir danken dir dafür in deinem Namen. Amen.